Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Paul Zipser bestritt in Israel sein 31. Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Urheberrecht Getty Images. Paul Zipser feiert ein bärenstarkes Comeback im Nationalteam, verletzt sich jedoch erneut am linken Fuß. Bundestrainer Henrik Grödel bangt um seinen Leistungsträger. Basketball-Bundestrainer Henrik Grödel bangt vor dem Endspiel in der WM-Qualifikation gegen Griechenland um den Einsatz von Paul Zipser. Es ist fraglich, ob er spielen kann, sagte der 49-Jährige am Freitagmorgen mit Blick auf die Partie am Sonntag in Bamberg. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Grödel rechnet am Samstag mit einer Diagnose. Überragendes Comeback im Nationalteam. Zipser war am Donnerstag bei der 77:81 Niederlage in Israel mit seinem vorbelasteten linken Fuß umgeknickt. Bis zur Schrecksekunde hatte der Ex-Spieler der Chicago Bulls in seinem ersten Länderspiel seit 2,5 Jahren einen starken Eindruck hinterlassen. In knapp 16 Minuten markierte der 25-Jährige 15 Punkte. Dabei traf er 4 von 6 Dreiern. Zipser, der in Spanien bei San Pablo Burgos unter Vertrag steht, hatte gerade eine lange Verletzungspause nach einem Ermüdungsbruch hinter sich gelassen. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen. Hier anmelden, Anzeigekampf um den Gruppensieg. Er hat sich natürlich schon geärgert, sagte Rödel nach dem Rückschlag. Für die Auswahl des deutschen Basketballbundes DBB geht es am Ende einer ohnehin schon starken WM-Qualifikation gegen die Griechen im direkten Duell um Platz 1 in der Gruppe L. Für einen perfekten Abschluss muss die Nationalmannschaft den Rückstand aus der 84:92 Niederlage aus dem Hinspiel aufholen. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in China 31. August bis 15. September hat der Europameister von 1993 aber bereits sicher.